Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Märkte dazu tendieren, bis an die Schmerzgrenze zu gehen, um dann eine Reaktion zu bekommen. Und dann damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. Ja, erinnern wir uns an das Jahr 2012. Alles schien nach unten zu gehen. Der Euro war dabei, weiter abzustürzen. Die Eurozone war schwer in Gefahr. Und dann stellte sich Mario Draghi hin und sagt, we will do everything to preserve the Euro. And believe me, it will be enough. Also die Drohung und glaubt mir, das, was wir tun wollen, das wird genug sein. Und das war genau dieses auf den Tisch hauen, dieses Stoppschild so bis hier und nicht weiter. Und dann drehten die Märkte und alles wurde wieder gut. Die Notenbankmanipulationen begannen durch das QI der EZB. Und jetzt, wo das QI absehbar endet, schon sind die Turbulenzen wieder da. Mithin hat man also damals nur Zeit gewonnen und die eigentlichen Probleme, nämlich die Fliehkräfte und inneren Widersprüche in der Eurozone, die beschäftigen jetzt die Weltmärkte. Auch die Wall Street gestern vorwiegend unter Druck, eben wegen Italien und wegen nichts sonst, weil man sich sagt, okay, wenn die Eurozone auseinanderfliegen sollte, dann wird es richtig ungemütlich. Was gestern da passiert ist bei italienischen Anleihen, das hatte so Ähnlichkeiten mit dem, was Anfang Februar mit dem VIX passiert ist. Ein total chaotisches System, nur geht es hier ein massiver Abverkauf, nur geht es hier eben um sehr, sehr viel mehr Geld als damals beim VIX, weil eben Staatsanleihen schon mal per se eine andere Kategorie sind als ein solches Instrumentarium, das über ETFs gespielt wird, wie damals beim VIX. Und das ist eben das Erstaunliche, die italienischen Banken haben etwa 11% ihrer Bilanzsumme in Staatsanleihen investiert. Und wenn man mal Charts des Bankensektors übereinander legt, dann sieht man, dass der sich relativ genau verhält wie die 10-jährige italienische Anleihe. Die italienischen Banken hatten im April noch richtig zugelangt, noch richtig schön gekauft, die eben schon angesprochenen italienischen Staatsanleihen, und dementsprechend ist der Schmerz jetzt natürlich groß. Der Bankensektor gestern insgesamt schwer unter Druck. Das lag daran, dass JP Morgan gesagt hat, ja, das zweite Quartal, das wird nicht so besonders, das wird keine Steigerung bringen, das ist sozusagen etwas, was den US-Banken richtig die Stimmung verhagelt hat. Schauen wir uns mal ein paar Highlights an, vielleicht Dinge, die wirklich ins Auge stechen, die mit dem gestrigen Handelstag einhergingen, und dann sehen wir haben hier den größten Anstieg aller Zeiten der zweijährigen Renditen italienischer Staatsanleihen, gab es in der Form noch nie, massive Bewegungen. Wir haben die Preise für Credit Default Swaps für Italien und Spanien auf 9 Allzeithochs. Es wird also immer teurer, sich gegen mögliche Zahlungsausfälle, nämlich die Nichtbedienung von Anleihen hier konkret, zu schützen. Wir haben die Situation, dass EU-Banken 11% verloren haben in 4 Handelstagen. Allen voran mal wieder die Deutsche Bank, die erfolgreich unter die 10er-Marke gegangen ist. Die US-Banken gestern wegen JP Morgan, diese Aussage von JP Morgan, durchschnittlich 4% im Minus. Der VIX ist gestiegen um 30% und damit über den 200 Daily Moving Average, den 200-Tages-Durchschnitt. Das damit einhergehend der S&P mit dem größten Verlust seit 6. April. Und die Tonlage zwischen den USA und China wird wieder schärfer, nachdem die USA gestern ja angekündigt hatten, sie wollen am 15. Juni praktisch Zölle ankündigen auf Waren im Volumen von 50 Milliarden Dollar. Chinas Presse hat schon zurückgeschlagen, hat gesagt, wenn ihr das macht, dann werden wir kämpfen. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua hat gesagt, also okay, wir wollen nicht kämpfen, aber wenn wir zum Kampf aufgefordert werden, werden wir kämpfen. Und andere wie die Global Times in China haben gesagt, also das ist praktisch Wahnsinn, was ihr da macht, aber wir werden eben euch zeigen, dass wir nicht klein beigeben werden. Das ist so die neue Tonlage in Sachen USA-China wieder. Damit ist dieser Handelskonflikt auch latent wieder da. Wir haben eine Verschärfung der Situation auch im NAFTA-Abkommen, nachdem Donald Trump Mexiko wieder scharf attackiert hat. Er werde den Bauer zu Mexiko bauen. Mexiko werde dafür bezahlen. Peña Nieto, der mexikanische Präsident, hat gesagt, wir werden niemals für diese Mauer bezahlen. Nicht jetzt, nicht morgen, niemals. Schöne Grüße aus Mexiko. Also die Tonlage verschärft sich. Damit wird NAFTA immer unwahrscheinlicher. Auch die Töne zwischen USA und Kanada
sind durchaus rauer wieder geworden, diese NAFTA-Nachverhandlungen, die ja eigentlich schon abgeschlossen sein sollten, die rücken in weitere Ferne, all das nicht besonders gut für die Märkte. Gleichwohl wissen wir, es gibt Erholungen, es gibt Erleichterungsrallies, wenn man irgendwie einen kleinen Anlass findet, mal wieder nach oben zu kommen. Schauen wir uns erstmal an, was hier in Asien passiert ist. Etwa die Verluste, die die Wall Street gemacht hat, werden hier nachgebildet, Nikkei minus 1,5. Shanghai minus 1,7, Hang Seng minus 1,7, Australien etwas besser. Termine heute interessante, vor allem der EDP-Arbeitsmarktbericht um 14.15 Uhr. Dazu kommen die deutschen Verbraucherpreise aus den einzelnen Bundesländern, die tröpfeln dann so Stück für Stück rein. Aber der EDP ist sicherlich wichtiger. Wir haben dann 14.30 Uhr das US-BIP aus dem ersten Quartal, nicht ganz frische Zahlen, weil nicht erste Veröffentlichung, daher nicht so entscheidend. Interessant wird die Bank of Canada sein heute. Um 16 Uhr werden sie oder werden sie nicht, wahrscheinlich werden sie nicht, nämlich die Zinsen anheben, und wir haben dann das in letzter Zeit eigentlich immer unwichtiger werdende Beigebook, das immer wieder sagt, naja, die Wirtschaft wächst moderat bis ganz ordentlich. Das ist die Message, die jedes Mal hier auftaucht. Schauen wir uns mal die Charts an, gucken, was hier der Fall ist. Wir sind gestern doch deutlich nach unten gekommen mit dieser Schulterkopf-Schulter-Formation, Schultern bei 13.035 etwa. Kopf bei 13.200, wir dürften vielleicht so 20 Pünktchen höher reinkommen, 25 Pünktchen nach aktueller Indikation, nachdem die US-Futures so ein bisschen sich erholt haben nach eher schwachem Beginn. Vielleicht können wir nochmal die 12.800 attackieren, Fragezeichen, aber so wahnsinnig viel mehr im kurzen Zeitfenster scheint mir angesichts dieses Charts nicht so drin zu sein. Da muss schon ein Gamechanger herkommen, da muss schon irgendwer sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Entscheidend wird es sein, was hier bei diesen italienischen Staatsanleihen passiert. Hier sehen wir die Entwicklung gestern, diesen massiven Absturz hier der italienischen 10-Jährigen. Booms ging es nach unten, 900 Ticks, gigantische Bewegungen, dann eine Erholung von 600, um dann nochmal 400 zu fallen. Das ist absoluter Wahnsinn. Auffällig, um nochmal auf den DAX zurückzukommen, ist, dass Euro, Dollar und DAX parallel fallen. Das ist die jetzt grundlegend geänderte Situation im DAX. Wir hatten ja Anfang April die Situation, der Euro fiel, dann gab das Rückenwind für den DAX, weil der Euro aus den richtigen Gründen fiel, nämlich der Ansicht, dass die USA die Zinsen anheben werden und die sogenannten Rate Differentials, die Zinsdifferenzen eben wichtiger werden. Der DAX brach aus seinem Abwärtstrend nach oben aus. Jetzt haben wir die Situation, dass der Euro fällt oder gefallen ist, weil man sich Sorgen macht um die Eurozone insgesamt, um das Projekt Euro. Und alle wissen, dass letztlich Deutschland dafür gerade stehen musste, das Ganze bezahlen musste. Und das ist dann eben oder führt dann zur Situation, dass der Euro nach unten kommt und der DAX nach unten kommt. Der DAX also nicht mehr profitieren kann von der Schwäche des Euro. Was haben wir noch? Wir haben hier den Vergleich der 10-jährigen Renditen Deutschlands und Italiens, das spricht Bände, das sind gelebte Geldströme, die hier auseinanderdriften, rein in die Sicherheit, raus aus der Unsicherheit. Aber schauen wir uns die US-Indizes an, die sind hier jetzt in interessanten Bereichen. Wir sehen den S&P 500, der gestern die 2700 bis 705 Unterstützung gebrochen hat. Wir waren dann etwa im Bereich 2677, konnten uns dann zum Ende hin noch mal etwas erholen, aber auch dieser Chart ist angeschlagen, solange die 2740er-Zone nicht nach oben durchgeht. Und das sieht aktuell im Mindesten noch nicht so wirklich so aus. Wir sehen den Dow Jones, 24.422 Punkte unter Druck, vor allem wegen den Finanzwerten. Wir haben den Nasdaq, der gestern erneut die 7000er-Marke angelaufen ist und wieder gescheitert ist. Das ist jetzt doch das dritte Scheitern in relativ kurzer Zeit an dieser Marke. Wir haben den Euro, der sich ein bisschen erholen kann, 1,1540, und man sollte sozusagen die Ärzte-Logik haben, wenn der Euro sich erholt, könnte das auch für den DAX gut sein, weil dann so ein bisschen die Panik rausgeht. Nach derzeitigem Stand sieht es danach aus, dass die Neuwahlen in Italien am 29. Juli kommen werden. Cottarelli wird heute nochmal bei Italiens Präsident Mattarella sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er diesen Regierungsauftrag zurückgibt, weil er sagt, ich finde die Mehrheiten nicht, aber wir werden sehen, was da kommen wird. Wir haben den Dollarindex wieder in Sichtweite der 95er Marke, Gold bei 1298, Silber 16,35 Dollar und Öl weiter unter Druck bei 75 und 21. Also Erholungen jederzeit möglich, aber diese ganze Geschichte ist nicht zu Ende, so etwas geht nicht an einem Tag
besonders krass zur Sache und dann ist die Geschichte auch abgefrühstückt. Nein, so etwas dauert, so etwas muss verarbeitet werden. Wir werden erleichterungsschwellig sehen, aber übergeordnet werden die Märkte eben versuchen, an die Schmerzgrenze zu gehen, bis irgendwer zuckt, bis irgendwer, der wirklich die Dinge drehen kann, vielleicht die Dinge dann versucht zu drehen. Das ist die Frage, wer das sein kann. Eigentlich ja nur die EZB oder die ganz hohe Politik. Das muss man abwarten. Jedenfalls braucht es diesen Game Changer, braucht es dieses auf den Tisch schauen, damit irgendwas sich ändert. Sonst werden die Märkte so lange quälen, bis eine Reaktion kommt. Das ist wie mit Kindern, die einen manchmal so nerven, bis man irgendwie sagt, okay, du darfst Fernsehen. Nur damit der Ruhe ist pädagogisch nicht sehr wertvoll, aber es ist eben Realität und so ist es an den Märkten auch. Die Märkte sind wie quengelnde Kinder und andere müssen darauf reagieren. Ich wünsche einen schönen Start in diesen Tag. Bis dann, ciao.